Es gibt Videospiele, die hat man gar nicht auf dem Schirm, bis sie schließlich erscheinen, man diese anspielt und von der Qualität umgehauen wird. So geschehen bei mir mit The Puppeteer. Das 2D Jump'n'Run heißt hierzulande Der Puppenspieler und kommt am 11. September auf Blu-ray Disc in den Handel und in den PlayStation Store. Ich persönlich bekam 2012 mit, dass das Spiel von Sony angekündigt wurde. Doch ließ es mich damals absolut kalt, zu viele andere Titel wollte ich spielen. Da war einfach kein Platz für einen niedlichen Puppenspieler. So achtete ich nicht auf News, neue Screenshots oder Trailer, bis das Spiel kurz vor Release stand und Sony so nett war und mir ein Rezensionsexemplar zukommen ließ. Ich legte die Blu-ray-Disc in meine Konsole, startete das Spiel und wurde von dem zauberhaften Jump'n'Run nicht mehr losgelassen. Aus dem Anspielen wurde eine mehrstündige Session, in der jede Sekunde unglaublich viel Spaß machte. Ich wurde in eine Welt gesogen, in der der böse Moonbeer King die Seelen unschuldiger Kinder auf dem Mond versklavt. In seinem Schloss werden die Seelen in Puppenkörper gesteckt und müssen fortan der dunklen Seite dienen. So auch der junge Kotaro. Doch trifft es den Hauptprotagonisten noch viel schlimmer, denn der fiese Bärenkönig verschlingt Kotaros Puppenkopf und wirft ihn in den Kerker. Dort trifft er auf die fliegende Katze Ying Yang, die im Auftrag einer vermeintlich guten Hexe den Jungen aufsucht und ihn auf seinem kommenden Abenteuer zur Seite steht. Der fliegende Wegbegleiter erklärt Kotaro zudem, dass der Junge verschiedene Köpfe auf seinen Schultern tragen kann. Jeder davon mit anderen Aussehen und eigenen Fähigkeiten. Drei der Köpfe kann Kotaro mit sich tragen und per Knopfdruck wechseln. Aber es bedarf mehr, um den Moonbear King zu besiegen und die Seelen der Kinder zu befreien. Soweit zur Geschichte. Mehr möchte ich an dieser Stelle auch nicht verraten, da die Handlung und dessen Umsetzung zu den großen Stärken des Spiels gehören. Watch out for the vegetables in this kitchen. So hüpft und kämpft ihr euch in der Haut von Kotaro durch 7 Akte, die insgesamt aus 21 Leveln bestehen. Jedes davon besticht durch eine einzigartige Grafik und der Tatsache, dass sich die Welt von der Puppenspieler um euch und nicht ihr euch um die Welt bewegt. Das liegt daran, dass das gesamte Spiel wie ein Theaterstück aufgezogen ist. Sprich, die Bühne ist eure Spielwelt und die jeweils andere Bühnendeko das Leveldesign. Ihr fangt in einem Abschnitt an, der sich meist aufbaut und müsst bis zu einem Portal gelangen, das euch in einen anderen Abschnitt teleportiert. Solch eine Herangehensweise in einem Jump'n'Run habe ich bis dato noch nicht gesehen. Der Spielaufbau wirkt dadurch unverbraucht und versprüht einen individuellen Charme, der das Spiel von der Konkurrenz gekonnt abhebt. Aber es geht noch weiter. Um euch gegen die Gegner zur Wehr zu setzen, steht euch eine magische Schere zur Verfügung. Die Waffe trägt den Namen Calibrus und verfügt über mehr Funktionen als das reine zur Wehr setzen gegen Monster. So dient Calibrus auch als Fortbewegungsmittel. Indem ihr Stoff, Papier oder sogar Wasser auf Knopfdruck zerschneidet, könnt ihr euch an dem Material fortbewegen. So erklimmt ihr auf diese Weise zum Beispiel die Beine eines Gegners, indem ihr durch sein Fell schneidet, oder überquert einen Floß, indem ihr durch fallende Blätter säbelt. Ein Spielelement, was mir ungeheuren Spaß bereitet hat und erneut frischen Wind in das Genre bringt. Kotaros Köpfe weisen ebenfalls Fähigkeiten auf und gewähren euch Zugang zu neuen Items oder gar Bonusleveln, wenn ihr zu bestimmter Zeit die Fähigkeit per Knopfdruck aktiviert. Meist müsst ihr die Level sogar mehrmals besuchen, da ihr Köpfe braucht, die ihr gar nicht mitführt. Auf den ersten Blick kann dieser Umstand zwar nervig sein, garantiert aber beim genauen Betrachten einen Wiederspielwert. Am Ende eines Aktes müsst ihr oftmals einen riesigen Endboss die Stirn bieten und erlangt dafür eine neue Fähigkeit, wie etwa ein Schutzschild oder die Fähigkeit, Bomben zu werfen. Auf diese Weise wurde ich konstant motiviert, am Ball zu bleiben. Wirklich top. Wirklich gut ist auch der Multiplayer-Aspekt. In gewisser Weise bietet euch das Spiel einen Koop-Modus. Während Spieler 1 Kotaro steuert, ergreift der Mitspieler Besitz von Ying Yang und kann mit der Katze diverse Gegenstände genauer untersuchen, Feinde behindern und so den Helden sinnvoll unterstützen. Seid ihr solo unterwegs, steuert ihr beide Charaktere mit Hilfe der beiden Analogsticks gleichzeitig, was anfangs eine gewisse Eingewöhnungszeit erfordert. Zu zweit macht das Spiel dann doch eine Ecke mehr Spaß. In Sachen Präsentation braucht sich der Puppenspieler keinesfalls zu verstecken. Grafik, Level- und Charakterdesign und vor allem das Artdesign sind über jeden Zweifel erhaben. Die Abschnitte sind derart abwechslungsreich und farbenfroh gestaltet, dass es mir eine Freude war, mein Bestes zu geben. Ich wollte unbedingt sehen, was sich hinter dem nächsten Teleporter verbirgt. So genial wie die Optik sind auch die Charaktere. Jede Figur wurde fantasievoll ausgearbeitet und bekam eine famose Synchronstimme spendiert, sodass das Theaterstück wahrlich zum Leben erwacht. Viel dazu beiträgt auch der stimmige Humor in den Dialogen, der mir oft ein Lächeln entlockte.
Garniert wird das Ganze mit einem tollen Soundtrack, der keine Wünsche offen lässt. Besitzer eines 3D-TV freuen sich übrigens über einen gelungenen 3D-Effekt, da die Figuren hier und da ihre zweidimensionale Ebene verlassen und regelrecht vor euren Augen interagieren. Super cool gemacht. Ihr merkt also, ich habe fast nichts an der Puppenspiele auszusetzen. Die Kritik, die ich habe, ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. So musste ich mich anfangs an die etwas träge wirkende Sprungmechanik gewöhnen, die mich an Little Big Planet erinnerte. Zudem bietet das Spiel einige wenige Frustmomente, die in Zusammenhang mit ungenauen Sprüngen stehen. Auch die normalen Gegner in den Levels könnten Varianten erreicher sein. An dem überaus positiven Gesamteindruck ändert das aber nichts. Der Puppenspieler ist für mich eine der vielen Überraschungen des Jahres 2013. Als Fan des Jump'n'Run-Genres danke ich Sony für dieses Meisterwerk. Kauft es euch! Hey, look!